kommt die nächste Gruppe, die Scenthounds, die, die auf Geruch abfahren. Das sind die Bracken- und Laufhunde. Diese sind überwiegend olfaktorisch orientiert, also alles über die Nase. Und das Grundkonzept ist hier auch weiträumig suchen. Das heißt, in immer größer werdenden Kreisen um den Hundeführer suchen, ob da irgendwo Witterung von Wild ist oder eine Spur von Wild ist. Das auch sehr lange, das können die auch locker halbe Stunde, Stunde, anderthalb Stunden, halten dabei losen Kontakt, also kommen immer mal wieder vorbei, um dann eine noch größere Schlaufe zu ziehen. Wenn sie dann was gefunden haben, jagen sie lang, anhaltend und laut. Lang bedeutet mehrere Minuten, ist schon kurz. Also hier meine Brandelbracken, wenn die sich auf ein Reh klemmen, sind locker 45 Minuten unterwegs. Und das gilt im europäischen Ausland bei anderen Rassen noch als sehr kurz. 3 Stunden ist auch kein Thema, auch 6 Stunden geht. Und im Extremfall kann sich sowas auch noch bis in die Nacht ziehen und in den nächsten Tag. Also Concorde-Fehler par excellence. Und laut heißt, dass sie dabei also bellen. Wenn sie auf der Spur sind und Witterung haben, macht das Wild einen Haken und der Hund überläuft das, soll dieser Laut abbrechen. Insofern kann ich aber sagen, wenn ich die Bracke nicht höre, dann muss sie noch irgendwo in der Nähe sein. Wenn ich sie allerdings laut höre, dann hat sie was und ist weg. Hier sind eigentlich alle Sequenzen überbetont, was das Jagen angeht. Vom Suchen übers Orten, nur das Fixieren ist jetzt nicht besonders betont, das ist normal. Aber Hetzen, Packen, Töten, das ist eigentlich alles deutlich hoch. Die brauchen nicht lange, um ihre Jagd dann zu Ende zu bringen, wenn sie es wild erwischt haben. Nach der Jagd ist bei den Solo-jagenden Scenthounds die Orientierung am Hundeführer hoch. Das heißt, wir prüfen auch, kommen die, wenn sie die Jagd abbrechen oder das Wild vor ihnen erlegt wurde, schnell zurück, direkt zu mir oder suchen die sich einfach das nächste Stück Wild und jagen weiter. Das nennen wir dann über Sonne, Mond und Sterne jagen und das ist unerwünscht, weil das nutzt mir nichts, wenn der 3 Landkreise weiter unterwegs ist, der Hund. Kooperation mit dem Hundeführer ist wiederum sehr gering, denn auch hier wird der Hund ins Jagdgebiet gebracht. Also er soll noch halbwegs gesittet an der Leine laufen. Das ist auch im alpinen Bereich sehr wichtig, dass man da nicht abstürzt wegen dem Hund. Dann wird er aber geschnallt, sagen wir, von der Leine gelassen, macht seine Arbeit und wenn der erstmal unterwegs ist, dann ruft man den auch nicht zurück im Regelfall, sondern lässt ihn seinen Job machen. Interesse an Fremden ist deutlich gering bei den Brackenartigen. Also wenn der Hundeführer dabei ist, sind sie durchaus auch aufdringlich freundlich, aber allein unterwegs lassen sie sich selbst vom Bekannten meist nicht greifen. Also man kommt bis auf 1 Meter ran und in dem Moment, wo man den Arm ausstreckt und greifen will, sind sie weg. Oder aber sagen ganz deutlich noch einen Versuch und ich unterbinde das mit einem herzhaften Biss. Das ist ein ursprünglicher Jagdhundetyp, also auch schon sehr alt, für Wald und dichtes Unterholz. Und deswegen sollen die auch laut sein, damit ich höre, wo die sind. Bekannt sind sie schon auch wieder im alten Ägypten und nachweislich bei den Kelten. Deswegen spricht man auch von den Keltenbracken, von denen eigentlich alle Bracken abstammen. Zu der Zeit wurden sie Segusier genannt und waren also auch über das ganze Römische Reich verbreitet. Wurden dann von den Germanen und Alemannen übernommen. Und dieses Bracke kommt von einem Kirchenfürsten namens Bracchio, der wohl besonders gute Segusier gezüchtet hat. Und hatte man jetzt einen besonders tollen Scenthound, dann wurde der als Bracke angesprochen. Wichtig zur Unterscheidung: der Bracco aus Italien und der Brac aus Frankreich bezeichnen kurzhaarige Vorstehhunde, keine Bracken. Findet sich im Tierschutz oft verwirrend. Indem das dann als französische Bracke oder italienische Bracke angepriesen wird, ist aber regulär dann ein Vorstehhund. Unterscheiden dann noch Bracken für die Meutejagd im Vergleich zu denen für die Solojagd.